Hier steht alles voller Kisten. Wuhu! Der Schrank steht. Hallo Leute, heute ist Umzugstag. Ich habe mich gerade ein bisschen frisch gemacht, habe mir eine Leggings angezogen, weil ich glaube, wir werden heute viel hin und her laufen. Und Janina ist jetzt gerade auf dem Weg hierher mit Brötchen. Dann werden wir erstmal entspannt frühstücken und dann geht's los. Die beiden Autos sind beladen. Hier ist nicht so viel drin, weil hier passt nicht so viel rein, aber im Kofferraum ist einiges. Da ist Ludwig und jetzt geht's los. Hallo! Hallo! Wir sind jetzt, haben zwei vollgepackte Autos hochgetragen. Hier steht alles voller Kisten. Hier stehen Kisten. Und unser Plan ist jetzt eigentlich. Das Wohnzimmer zu putzen. Einmal zu wischen. Und dann das Sofa aufzubauen. Yes. Und dann uns an den Putzschrank zu machen. Woo! Club? Woo! Pretty blue jeans and me. Running through evergreen. Pretty blue jeans and me. Yeah, she's what I need. I still need to recover from another lover. You're my. Nee. Leute, es passiert schon wieder. Es passiert schon wieder. Dieser Endgegner will uns schon wieder das Leben schwer machen, weil wir kommen nicht um die Ecke. Dieses, das freche Ding, wirklich, das freche Ding. Still haven't met your parents, but we... Wuhu! Es gibt keinen Endgegner. Immer die Anleitung lesen. Ah ja. Nicht denken, alles klar. If this breaks your little heart in mine, what shall we do tonight? Let's just find out. Pretty blue jeans and me. Running through evergreen. Running through evergreen. Okay, jetzt kommt der Moment, wo wir uns was von verdient haben, jetzt wird wieder gewischt. Im Schlafzimmer. Alter, komplett überfordert. Komplette Überforderung. Mach ihn nicht kaputt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben zwei Schubladen. Janines macht jetzt die dritte Schublade. Und ich versuche mal hier den Küchentisch aufzubauen. Cleverchen. Yes. Got a couple cracks on it. Oh well, big boy on the retina. People showing tell. Something spicy in my drink. Do my dance like trending tag. With a waist that she make a boy act dumb. She knows she hot. She knows she pretty. She's up for wear. The steam is all dizzy. I feel petty. I feel gross. I feel messy. Der erste Packsteil steht. Steht jetzt. Wir stellen ihn auf. Ja, ich würde sagen, wir stülpen ihn erstmal auf die linke Seite. Komplett? Ja. Okay. Und jetzt kann man ihn nämlich besser greifen. 1, 2, 3. Der Schiss da weg. Achtung, davon brauchen wir noch Schiss, ne? Ja. Davon brauchen wir noch Schiss. Auch perfekt, das ist nämlich die Seite, die du angeschnitten hast, dann zwischen den zwei und los.
So, perfekt. Jetzt erstmal das Besteck ausgepackt. Und jetzt gibt's hier Nudeln für Janines. Pizzabrot. Wie immer, die Leute, die mich kennen, Spaghetti Carbonara. Und für mich, die Leute, die mich kennen, Pizza. Weder Paprika noch Mais ist hier drauf. Och, Manu, ich hab das doch extra bezahlt. Ich hasse Pizza Margherita. Ich finde es so krank langweilig. Oh, Manu. So, wir haben mittlerweile, krass, 15 Uhr. Wir haben um 9 gestartet heute Morgen. Papa bald anrufen. Und so sieht es hier mittlerweile aus. Das steht alles. Das Boah, steht alles. Jetzt, von hier kommt es jetzt richtig, haben wir richtig was geschafft. Ja. Also gut, wenn man es abdippt, was haben die gemacht? Das hat schon seine Zeit gebraucht. Jetzt die Schubladen kommen jetzt nach da. Dann kommen da oben noch zwei Böden hin und dann nur noch die Türen. And that's it. Ja, die Frage musst du dir selber beantworten. Nee, ich bin zu Angst. Update-Time! Janinas Papa war so lieb und hat uns geholfen und hat die Schränke zusammengebohrt mit seiner Bohrmaschine. Und jetzt fehlen nur noch die Türen und die bringen wir jetzt an. Woo! Ich würde sagen, wenn du größer bist, hältst du die Tür. Yes, woran? Du stellst dich am besten... Stellst du dich irgendwie dahin und hältst sie so. Lit! Fertig! Woo! Achso, die Griffe, aber für die haben wir heute keine Nerven mehr. Schick, schick. Hallo Leute! Es ist jetzt, glaube ich, so kurz nach 6. Janina ist gerade gegangen. Die hat mir so krass geholfen. Ich wüsste wirklich nicht, was ich ohne die machen würde. In jeder Lebenslage natürlich, aber in dieser ganz besonders. Der Schrank steht, außer die Griffe. Das Sofa steht, der Küchentisch steht. Und ich werde jetzt entweder den Kleiderschrank noch einräumen mit meinen Klamotten oder das Bett aufbauen. Ich bin mir noch ein bisschen unentschlossen, was ich machen werde. Ich habe jetzt meinen Kleiderschrank ein bisschen eingeräumt und versucht, mein WLAN einzurichten. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Aber morgen im Laufe des Tages kommt der Techniker. Deswegen hoffe ich, dass der mir dann damit helfen kann. Ich wollte euch jetzt nochmal einen kurzen Zwischenstand geben, wie es jetzt gerade aussieht. Also, hier ist der Eingang. Im Bad habe ich noch absolut nichts gemacht heute. Da gibt es nichts zu updaten. Dann kommt man hier ins Schlafzimmer. Und da liegt schon das Bett bereit. Das habe ich jetzt heute nicht mehr aufgebaut. Das mache ich wahrscheinlich morgen im Laufe des Tages, wenn ich auf den Techniker warte. Hier ist der Kleiderschrank. Wie gesagt, komplett fertig, bis auf die Griffe. Und so sieht es bis jetzt hier von innen aus. Ich habe da mal meine Jacken und Kleider aufgehangen. Und daneben habe ich einfach mal Tops und T-Shirts und sowas hier schon mal reingemacht. Hosen da, meine Unterwäsche da unten rein. Und sonst hat sich hier eigentlich auch nicht viel getan. Auf der linken Seite ist einfach nur mein Staubsauger, der sich schon total bewährt hat. Ich bin so happy, mich für den kabellosen entschieden zu haben. Und dann haben wir hier alles voller Kisten. Und im Wohnzimmer habt ihr ja schon gesehen, die Couch. Ich habe eben mal die zwei Kissen bezogen und dahin gesetzt. Hier ist ein riesiger Berg von Müll. Yay. Und in der Küche haben wir den Tisch aufgebaut. Da sind die Sachen für die Küche alle noch da drin. Aber ich werde morgen erst die Küche noch mal ein bisschen gründlicher putzen, bevor ich irgendwas reinräumen werde. Ja, das ist das Update. Soweit hat sich hier getan. Ich bin richtig, richtig zufrieden, wie weit wir heute gekommen sind. Und ich fahre jetzt nach Hause, in mein altes Zuhause, in mein Familienzuhause und werde da auf jeden Fall noch die Nacht schlafen und dann morgen früh wieder herkommen und weitermachen. Also sehen wir uns morgen. Ja.
Es ist 8.07 Uhr. Ich bin eben in die Wohnung gekommen, habe mich ein bisschen frisch gemacht und jetzt warte ich im Prinzip den ganzen Tag darauf, dass der Telekom-Techniker kommt und mir mein Internet anschließt. Der meinte, er kommt zwischen 8 und 16 Uhr. Nette Zeitspanne. Aber es ist im Prinzip eigentlich gar nicht schlimm, weil ich ja noch richtig viel hier zu tun habe. Und ich denke, ich werde jetzt mal damit anfangen, das Bett aufzubauen. Und hoffe, dass es relativ zügig geht, weil ich habe es jetzt schon einmal aufgebaut und einmal abgebaut und ich weiß genau, wie das funktioniert und deswegen hoffe ich, dass ich da schnell durchkomme und dann ein bisschen am letzten Umzugsvlog arbeiten kann, weil während ich Corona hatte, hatte ich logischerweise nicht so die Energie und die Kraft, irgendwas zu schneiden. Deswegen den Vlog, den ihr vor diesem Vlog gesehen habt, der Umzugsvlog Nummer 3, den muss ich noch fertig schneiden bzw. überhaupt schneiden. Und deswegen hoffe ich, dass ich mit dem Bettaufbauen jetzt schnell fertig bin. Und dann hoffentlich auch bald Internet habe. Ich muss jetzt mal kurz mich selber loben, ne? Ich mache ja oft dumme Sachen in meinem Leben. Ich denke oft nicht so viel nach, wenn ich irgendwelche Sachen mache. Aber manchmal habe ich auch echt clevere Momente. Ich habe, als ich das Bett abgebaut habe, mir ganz viele Sachen notiert. Also hier steht zum Beispiel drauf, Füße links. Das heißt, ich weiß, das Teil kommt nach hier. Da drüber kommt Kopf links. Das kommt nach hier. Dann habe ich Füße rechts und Kopf rechts. Das hier ist das hintere Teil. Da habe ich die Schrauben dran festgeklebt. Und diese Stangen habe ich auch beschriftet mit oben, unten, rechts, links, Mitte. Also da muss ich sagen, habe ich wirklich mal mein Köpfchen eingeschaltet. Da hat sich das 1-Abi mal gelohnt. Habe ich kurz mal nachgedacht. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt hier zügig das aufbauen werde. Let's go. I wanna be there when it rains. I wanna know you. Die Anleitung. Es fängt ganz anders an. Und ich weiß genau, wie das funktioniert. Ich bin hardcore verwirrt. Ja, das mit dem schnell und entspannt aufbauen, das klappt nicht so ganz. Ich bin schon relativ weit. Nur was ich nicht verstehe, ist das hier. Ich habe diese Füße angeschraubt, aber die schweben in der Luft. Wie kann das sein? Also ich habe noch eine Vermutung, eventuell durch das Gewicht vom Lattenrost drückt es sich ein bisschen runter, aber das kann doch nicht sein, dass diese Füße einfach in der Luft schweben. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe den Fehler gefunden. Weiter geht's. I think we're hanging with the crowd, maybe. I wanna leave you, but I know we won't. What's left to do, what do I think you late so I'm Also, dass ich es schnell aufbauen kann, da habe ich mich geirrt. Ich habe jetzt knapp 2 Stunden gebraucht. Ich habe auch 4 Schrauben falsch gemacht, da musste ich die komplett wieder rausschrauben. Hatte die aber schon so fest reingeschraubt. Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, warum geht das nicht so gut? Weil es die falschen Schrauben waren, die mussten an eine andere Stelle. Aber es steht und es ist stabil, hoffe ich. Und ich freue mich. Und eben hat mich der Telekom-Mensch angerufen, der ist in so 5 Minuten da. Und dann habe ich hoffentlich gleich Internet. It takes to feel at home right here. Feel at home in the sun. So, ich habe jetzt gerade einmal das Bad grob durchgewischt und werde mich jetzt der Küche widmen. Ich habe ein bisschen Küchenputzzeug mitgenommen. Und will einfach so halt einmal so eine Grundreinigung machen, damit ich dann alles reinräumen kann. Also von innen die Schränke, von außen die Schränke, Schubladen und sowas. Und das machen wir jetzt mal. Feel it, so
wurde kurz unterbrochen, weil der Techniker da war. Das war das unkomplizierteste Einrichten von Internet ever. Jeder hat mir Angst gemacht, dass es ewig dauern wird, dass es voll das Ding ist, dass es bis Wochen dauern kann, dass es funktioniert. Der war da, vielleicht 10 Minuten. Und jetzt habe ich WLAN und ich freue mich so dolle, weil ich habe mir ein richtig gutes WLAN gegönnt, weil ich auch von zu Hause arbeiten muss und so. Und er meinte, ich habe perfekt 250 Mbit, alles, was ich hier ausreizen kann, habe ich. Ich habe richtig gut empfangen, ich habe es gerade schon getestet. Mein YouTube ist richtig, richtig schnell, also ist einfach nur tolli. Ich freue mich sehr. Die komplette Küche ist geputzt und ich werde jetzt mal anfangen, mein Geschirr einzuräumen. Und ich wollte euch mal ein paar Teile zeigen, weil ich das richtig pretty finde. Das hier sind die Schalen. Davon habe ich 4 Stück. Die sind von Maison du Monde. Richtig schön, haben die perfekte Größe für mein Müsli oder Porridge. Die sind so ein Mittelding aus grau-bläulich. Naja, eher gräulich. Und die sind handgemacht. Das heißt, jedes sieht ein bisschen anders aus. Sonst finde ich so schön. Dann habe ich richtig basic. Ich wollte mich eigentlich weigern, die zu kaufen, weil jeder die hat. Und irgendwie hasse ich das Aussehen von denen. Aber die sind halt sehr praktisch, deswegen habe ich 2 von diesen klassischen großen IKEA-Gläsern geholt. Und das hier sind die Tassen, die zu dem Geschirrset gehören, was ich geholt habe. Mir fällt gerade auf, dass ich euch das schon gezeigt habe in meinem IKEA-Haul. Ich glaube, es war der erste oder der zweite Umzugsvlog. Ja, aber die Schüsseln habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen. Die sind von dem Maison du Monde, wie gesagt. Und da ist auch eine richtig schöne Vase her. Und zwar ist das die hier. Ich finde die so cool. Ich bin mal sehr gespannt, wo ich die platzieren werde. Okay, ich mache mich jetzt mal ein bisschen ans Einräumen. I don't deny I do the same. From long chats to blank games, the story's deep. I lit the flame, pushed the film, and that remains. We had a run, I gave it all up. Now I know where I messed up. I let go what I was trying to hold. I said no when I wanted to fold. The thing I haven't been tested like this before. I haven't been tested like this before. This your time's important, but you're rewarding bad habits and want signs. Can't see the future, I'm not included, but there's a danger when you hit my line. And there's the fun, you know what you want, but don't care what's left behind. You know it's deeper than that, but I can't seem to put my pride aside. I haven't been tested like this before. No, no. I haven't been tested like this before. Der bisherige Inhalt meines Kühlschranks: Wein, Champagner, ein Apfel, ein Joghurt. She said no when I wanted to fold. Can learn more about our situation. Cause you posted the thing. Hallo. Boah, ich sehe ultra müde aus. Wir haben 21.35 Uhr und ich gehe jetzt gleich schlafen. Ich verbringe jetzt meine erste Nacht hier allein in der Wohnung. Ich bin schon sehr gespannt, wie alles wird. Wie ich schlafen werde. Man sagt ja auch, was man träumt in der ersten Wohnung oder also in der ersten Nacht, wenn man wo neu wohnt. Das geht in Erfüllung, also bin ich natürlich sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, was ich zuletzt gefilmt habe, aber ich war dann mit meiner Mama auf jeden Fall noch einen Großeinkauf machen, weil ich ja noch gar keine Lebensmittel hier hatte. Und ja, jetzt bin ich erstmal ein bisschen mit den Basics eingedeckt. Danach sind wir noch einmal zu meinem alten Zuhause gefahren, wieder hergefahren, haben nochmal eine Lieferung an Sachen aus meinem Zimmer rübergebracht, so Kleinigkeiten, die man nicht so gut in Kartons verpacken konnte. Und da war noch mein Teppich und so. Ja, dann habe ich da noch zu Abend gegessen, mit meiner Mama was geguckt und jetzt bin ich wieder hier. Und werde jetzt wirklich absolut nichts mehr machen. Ich werde jetzt mich abschminken, mich umziehen und ins Bett gehen und wahrscheinlich sehr tief schlafen, weil ich bin richtig erschöpft. Ich habe den ganzen Tag irgendwie was hier in der Wohnung gemacht und es hat auch mega viel Spaß gemacht, aber jetzt bin ich sehr erledigt. Ja, und das war's für den heutigen Tag, für den zweiten großen Umzugstag und den letzten Umzugstag. Ich bin froh, dass ich morgen den Sonntag nochmal habe, um mich hier zu organisieren, alles nochmal so ein bisschen final wegzuräumen und sowas, bevor ich dann am Montag wieder arbeiten werde. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen. I haven't been tested like this before.
blank games. I haven't been tested like this before. I haven't been tested like this before. Und das war dann der wunderschöne Sonnenaufgang, mit dem ich an meinem ersten Morgen in meiner ersten eigenen Wohnung begrüßt wurde. Das war so schön, ich konnte es gar nicht fassen. Ich war so, oh mein Gott, zu diesem Blick und mit diesem Sonnenaufgang darf ich jetzt einfach jeden Morgen aufwachen. Das war ein richtig schöner Moment. Ja, ich wohne jetzt schon ein paar Tage in der Wohnung. Ich glaube, so ein bisschen länger als eine Woche, fast 2 Wochen sogar schon. Und es ist einfach richtig toll. Ich liebe es. Es hat sich auch einiges schon wieder hier getan. Das werde ich euch dann alles im nächsten Vlog zeigen. Ich wollte jetzt nur gerne an der Stelle nochmal so ein kleines Schlusswort finden und euch ein kurzes Update geben, weil ja doch sehr viel passiert ist in dem Vlog. Also ich bin richtig happy hier in der Wohnung. Es ist so schön und es ist irgendwie so besonders. So mein Alltag an sich hat sich ja nicht geändert, aber trotzdem bin ich so viel motivierter und glücklicher und irgendwie so... Ich weiß nicht, so richtig Spaß am Leben momentan, auch wenn sich das so blöd anhört. Einfach weil ich ja jetzt hier so meinen eigenen Space habe und mein eigenes Essen mache und ja, das ist einfach toll, ich lieb's. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Wohnung findet, was ihr bisher so davon gesehen habt. Und ich freue mich mega, wenn ihr im nächsten Vlog wieder einschaltet, wenn ich euch ein bisschen mehr von der Wohnung zeige, von der Einrichtung. Ich muss da noch einen Schreibtisch mir aussuchen, sowas, da nehme ich euch dann überall mit. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!